Moin zusammen, ich bin's, euer Brownie mal wieder hier am Start. Und heute gibt es ein besonderes, aber auch ein verspätetes Commentary mit Gameplay-Hinterlegung, wenn ich das mal so sagen darf. Ihr hört schon Stimmen im Hintergrund und ja, dieses Gameplay, das ist entstanden aus meiner Open Lobby, die ich mal gemacht habe. Und ich will ein paar Worte verlieren zu Open Lobbys allgemein und zu der Open Lobby, die ich da gehostet habe. Ich weiß nicht, ob es alle überhaupt mitbekommen haben, ich denke mal nicht, denn das war ziemlich spontan. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, das war vor zwei Wochen am Freitag gewesen sein. Ich habe 15 Uhr am Nachmittag, habe ich mich so kurzfristig dazu entschlossen, Open Lobby zu machen, irgendwie hatte ich Bock drauf. Und habe halt um 15 Uhr dann so ein Video gemacht, habe es hochgeladen und ja, hab's dann anschließend wieder um 18, 19 Uhr runtergenommen, denn um 19 Uhr, glaube ich, ist, oder 20 Uhr, irgendwie sowas, ist die Lobby losgegangen. Und ja, ich muss mich erstmal bedanken für so viele Leute, die mitgemacht haben, wie ihr seht hier. Es waren 13, 14 Leute, wir waren auch mal zu 15, glaube ich. Und dafür, dass es so kurzfristig war, es waren auch ein paar von meinen Kollegen dabei, also sprich Shaggy und Xiso. Aber nichtsdestotrotz war die Lobby doch ziemlich voll und dafür, dass es so kurzfristig war, wollte ich mich einfach an der Stelle mal bedanken an jeden, der dabei war. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, die Open Lobby. Ich hoffe natürlich euch auch. Und ich werde in Zukunft werde ich mehr Open Lobbys machen. Aber ich werde, das werde ich auch gleich sagen, ich werde diesmal das nicht mehr so spontan machen, sondern ich werde wirklich sagen, okay, in 1-2 Wochen oder so am Freitag gibt es eine Open Lobby. Und ja, das war's eigentlich schon zu Open Lobby hier. Vielleicht kurz aufs Gameplay. Das war gleich die erste Runde von der Open Lobby. Das war ein Sniper Free for All, haben wir gemacht. Intervention Only. Aber das kann man ja natürlich nur machen, wenn genug Leute dabei sind, die sagen, dass sie snipen wollen. In dem Fall wollten es halt viele. Oder ich glaube sogar alle. Niemand hatte was dagegen. Und ja, so ist es dann entstanden. Wir haben auch normale Runden gemacht. Das heißt mit normalen Waffen. Wir haben auch TDM gemacht, also TDM Sniper, TDM normal. Was haben wir noch gemacht? Am Ende, wo wir nicht mehr so viel waren, da waren wir glaube ich zu 8, 9 oder so. Das war ziemlich am Schluss, haben wir Wurfmesser Only gemacht. Das war sehr geil, das hat mir sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, das war's soweit. Wir haben auch mit Last Nice unter anderem gespielt. Also sprich halt, wenn jemand am letzten Kill ist oder halt den vorletzten Kill gemacht hat, haben wir gesagt, okay, versuchen wir halt Last Nice, einfach so aus Fun. Das kann man halt auch nur machen, wenn genug Leute sagen, okay, wir wollen das machen. Es ist nicht so, dass ich irgendjemanden dazu zwinge oder so. Das ist halt einfach nur, ihr werdet das dann auch am Video sehen am Ende, dass ich dann Last Nice versuche. Aber es ist nicht so, dass es zwingend ist oder so. Das war einfach nur halt, weil wir gesagt haben, okay, genug Leute machen das mit. Und deswegen haben wir es gemacht. Und ansonsten, ja, ich denke, das war's soweit zu Open Lobbies. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe das natürlich gewonnen. Wie gesagt, das war die erste Runde. Und das war eigentlich noch so die beste Runde von mir. Der Rest war ziemlich scheiße. Wir haben auch Marathon-Sniping gemacht, also ohne Fingerfertigkeit. War auch ziemlich witzig, da habe ich aber ziemlich abgeschissen. ja, und was natürlich wichtig war, wir waren alle auf dem TeamSpeak-Server. Oder was, ich glaube alle bis auf einer waren wir auf dem TeamSpeak-Server, und zwar auf dem TeamSpeak von Xiso, von Tobi, ein Kumpel von mir. Der hat da auch mitgespielt. War auf jeden Fall sehr geil, und dass dann so viele Leute auch aufs TS gegangen sind, fand ich sehr nice. Und ja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich werde das öfters machen, nur wie gesagt, werde ich das jetzt nicht mehr so kurzfristig machen. Und ja, das war es eigentlich soweit zu Open Lobbies. Was ich jetzt noch so ein bisschen ansprechen will, ist das Zocken mit mir zusammen. Also für die Leute, die mich noch nicht so lange kennen, ich spiele ja auf dem PC. Und da gibt es ja diese Plattform Steam, und da können die Leute einfach nachschauen, wenn ich zocke. Also erstmal will ich sagen, wenn ich nicht Call of Duty spiele, ihr müsst mich nicht ständig anschreiben und fragen, ob ich zocken will. Denn das Problem ist momentan bei mir einfach, dass ich wenig Bock auf COD habe. Wenn, dann auf COD 4 oder auf MW2. Aber MW3 oder Black Ops sogar. Aber MW3 habe ich momentan überhaupt keinen Nerv zu, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich schmeiße es zwar manchmal an, aber ich weiß auch nicht, das macht mir irgendwie keinen Spaß mehr so richtig. Vielleicht liegt es auch nur an der Zeit jetzt, keine Ahnung.
Und noch eine Sache, also wenn ich jetzt zum Beispiel in MW2 reingehe oder so, ihr könnt mich gerne fragen, ob ihr mitzocken könnt, habe ich nichts dagegen. Aber bitte nicht nachjoinen, denn ich hasse das. Ich meine, man kann ja einfach nachjoinen auf dem PC. Und bitte macht's einfach nicht. Fragt mich einfach, ob noch ein Platz frei ist und dann lade ich euch ein und dann könnt ihr joinen. Das finde ich wesentlich angenehmer und besser, weil ich hasse es, wenn da Leute einfach nachjoinen. Ich kann das nicht haben, irgendwie, ich weiß nicht. Ja, soweit zum Zocken. Ich zocke halt momentan viel Counter-Strike. Denn das macht mir irgendwie wieder verdammt Spaß. Also Counter-Strike 1.6. Ganz einfach, weil das, ja, das ist einfach schwieriger, kann man sagen. Es ist einfach schwieriger und es macht mir einfach momentan mehr Spaß. Habe auch ein paar Leute, mit denen ich zocke auf dem Stammserver und ja, das ist halt. Ich weiß nicht, sag mir momentan mehr zu. Aber ja, wie gesagt, wenn ich zocke, schreibt mich an, ob ihr mitzocken könnt und nicht einfach nachjoinen. Ansonsten, ja, das war es auch schon soweit zum Zocken mit mir. Was ich jetzt noch ganz kurz ansprechen will, ist auf jeden Fall die Leute, die meinen, dass ich was Besonderes wäre. Oder sogar Leute, die denken, dass ich denke, dass ich was Besonderes bin. Dazu sei gesagt, ich kann euch irgendwie nicht verstehen. Ich meine, natürlich, ich mache Videos auf YouTube und 1000 Abonnenten, okay, ist jetzt nicht so riesig, aber ich, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich so winzig bin auf YouTube, aber ich bin schon nicht so der Kleinste, wenn man so sagen will. Also, ja, also ich hoffe, ihr versteht mich da in der Hinsicht. Und ich fühle mich irgendwie überhaupt nicht besonders und ich sehe mich auch anders, als mich andere Leute irgendwie sehen, glaube ich. Manche denken von mir, dass ich vielleicht, keine Ahnung, eingebildet bin oder so. Das könnt ihr total knicken, das bin ich nicht. Und ihr könnt mir auch glauben, dass ich mich nicht so sehe, dass ich jetzt sage, ihr müsst mich irgendwie besonders behandeln oder so, sondern ich kann euch sagen, ich hasse es sogar, wenn Leute meinen, die müssten mich irgendwie besonders behandeln und dann, ich habe das ja manchmal, PC spielen jetzt nicht so viele Leute, also im Gegensatz zu Xbox zum Beispiel. Und da kann es schon mal sein, dass ich mit jemandem in die Lobby komme, der mich auf YouTube abonniert hat oder so, oder der mich einfach von YouTube her kennt. Da fragen sie mich natürlich erstmal, bist du der Brownie und so, und was soll ich sagen? Manche so, ja, und oh mein Gott, Brownie, und ich bin dein größter Fan oder so. Ich weiß nicht, ich mag das nicht so richtig. Ich weiß es nicht. Ich werde immer auf den Boden der Tatsachen bleiben, wenn man es mal so sagen will. Ich sehe mich nicht als groß an und ich werde mich auch nie als groß ansehen. Ich werde möglichst versuchen, jeden gleich zu behandeln. Und ich weiß nicht, ihr müsst mit mir irgendwie nichts Besonderes abziehen oder so. Soweit halt. Ich weiß nicht. Also ich hoffe, ihr könnt mich da verstehen, dass ich nicht sage, was weiß ich, ihr müsst mich jetzt besonders behandeln oder so. Also natürlich, dass Leute mit mir zusammen zocken wollen und so, das verstehe ich. Kann ich auch nachvollziehen, habe ich auch nichts dagegen, wenn ich spiele. Könnt ihr gerne mit mir spielen. Wenn ich spiele, dann kriegen wir meistens auch so ein Sechser-Team voll. Das ist, finde ich ziemlich gut. Aber halt, wie gesagt, nicht irgendwie besonders behandeln oder denken. Manche denken auch, ich mache ja Montagen auch und manche denken da wirklich, dass ich irgendwie der Gott bin und alles wegbashe und so. Ihr könnt mir glauben, das bin ich nicht. Ich bin sogar teilweise richtig schlecht. Man mag es kaum glauben. Das ist halt einfach langes Aufnehmen und so. Und ja, soweit zu dem Thema. Also, wie gesagt, bitte seht mich nicht so als groß an oder so, denn ich weiß nicht, ich kann das irgendwie nicht so haben. Und das Gameplay endet hier. Ist mal ein etwas anderes Gameplay, ein Gameplay aus der Open Lobby. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Ein bisschen Sniper-Action hier. Und ja, der Score war ja im Prinzip scheißegal. Aber das war halt das einzigste Gameplay, wo ich was gerissen habe. Und ich kann euch auch kein Gameplay zeigen, wo ich da übelst abscheiß. Weil das ist ja nicht so toll anzusehen. In diesem Sinne, haut rein, lasst auch eine Bewertung da und euer Brownie.